Einen schönen vierten Adventssonntag und herzlich willkommen zum Hohen Haus heute mit diesen Themen. Ins dritte Jahr, die Pandemie dominiert und erhitzt die Gesellschaft. Im Interview ist FPÖ-Generalsekretär Michael Schneeglitz. Neue Handschrift, was die neue deutsche Regierung für die EU bedeutet. Wie schon letztes Jahr hat auch heuer das Thema Corona jeden Sitzungstag im Parlament überschattet und so gut wie jeden Tagesordnungspunkt im Nationalrat. 2021 sind insgesamt 63 Sitzungen abgehalten worden. 11 davon waren Sondersitzungen, wie etwa zuletzt vergangene Woche für die Regierungserklärung. 318 Stunden haben die Sitzungen heuer in Summe gedauert. Markus Blecher hat mit den drei Nationalratspräsidentinnen gesprochen und das vergangene parlamentarische Kalenderjahr Revue passieren lassen. Die letzten beiden Plenartage dieses Jahres im Nationalrat. In manchen Fraktionen werden kleine weihnachtliche Aufmerksamkeiten auf die Plätze gelegt. Inhaltlich war aber kein Platz für Weihnachtsfrieden. Am Mittwoch wurde das Volksbegehren für Impffreiheit im Parlament behandelt. Darin wird verlangt, dass die freie Entscheidung, ob man sich impfen lassen will oder nicht, in die Verfassung aufgenommen wird. Knapp 260.000 Unterstützungserklärungen sind erreicht worden. Die Grünen bestärken weiterhin die Relevanz der Impfung und die Notwendigkeit der Impfpflicht. Wir machen das nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit SPÖ und NEOS. Wir machen das gemeinsam mit den Bundesländern. Und wir machen das nicht aus Jux und Tollerei und wir machen das auch nicht leichtfertig, sondern wir machen es deswegen, weil eben die Impfung uns hilft, dass eben das Gesundheitswesen in Österreich nicht kippt. Auch wenn jetzt dann nachher dann wieder hier Leute herausgehen werden, Kolleginnen und Kollegen, und genau das Gegenteil wieder behaupten werden und alles Mögliche herausschwadronieren werden, was einfach nicht hält und was auch faktenwidrig ist. Der grüne Gesundheitssprecher bezieht sich auf die freiheitliche Fraktion. Im Parlament unterstützt nur die FPÖ das Volksbegehren für Impffreiheit. Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass eine Impfung, die keine reguläre Zulassung hat, die keine sterile Immunität bietet, wo keine Langzeitdaten da sind für die Sicherheit der Anwendung und mit der Sie die Erkrankung weder epidemiologisch signifikant einbremsen können, noch tatsächlich ausrotten können, dass in diesem speziellen Fall tatsächlich eine gesetzliche Impfpflicht zwingend notwendig ist? Die SPÖ wiederum unterstützt die Regierungsparteien bei der Impfpflicht. Niemand von uns hat sich jemals eine Impfpflicht gewünscht. Ich habe sie mir nicht gewünscht. Aber wenn sie das letzte und einzige Mittel ist gegen permanente Lockdowns, gegen Hunderte Tote und gegen die Pandemie, dann müssen wir sie diskutieren. Die NEOS kritisieren das Volksbegehren in seinem Wortlaut. Wenn man sich den Text des Volksbegehrens näher ansieht, dann wird es aber dunkle Nacht, weil da geht es darum, die Regierung wolle den Menschen einen Chip einpflanzen. Das geht ganz klar ins Lager der Verschwörungstheorie. Das ist ein Volksbegehren, das man nicht allen Ernstes, wenn man bei Trost ist, unterschreiben kann. Und der Medizinprofessor Josef Smolle von der ÖVP ruft erneut zur Impfung auf und warnt vor der heiklen Situation an den Spitälern. Wir gehören weltweit zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Intensivbetten. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir derzeit dort an Überlastung sehen, das habe ich in 40 Jahren ärztlich-wissenschaftlicher Tätigkeit nie erleben müssen. Auch nicht in den stärksten Grippejahren. Die Situation ist außergewöhnlich. Wir müssen hier ganz konsequent handeln. Eine hitzige Debatte, wie es sie sehr oft im heurigen zweiten Corona-Jahr gegeben hat. Die NationalratspräsidentInnen ziehen Bilanz über das Parlamentsjahr 2021. Es war ein intensives Jahr mit vielen Sitzungen, mit vielen Diskussionen, mit vielen Ausschusssitzungen, vielen Plenarsitzungen. Auch durch die Corona-Situation natürlich gerade in diesen letzten Monaten des Herbstes auch sehr spannungsreich. Die Demonstrationen und dann die Eskalierungen dort sind nicht ohne Folgen auch geblieben, da und dort auch für das Klima im Hohen Haus. Natürlich ein sehr herausforderndes Jahr. Wir haben die Pandemie, die uns alle in eine Situation gebracht hat, wie wir uns das vor ein paar Jahren nicht einmal annähernd hätten vorstellen können. Wir hatten eine veritable Regierungskrise, in einem Jahr drei Bundesländer
Bundeskanzler. Und deshalb würde ich meinen, war es gut, dass der österreichische Nationalrat und das Parlament so ein bisschen dieser Stabilitätsanker auch war. Ja, ein Jahr, wo die parlamentarische Demokratie auch an die Grenzen gestoßen ist. Wir haben sehr viel an Kompetenzen weitergegeben an die Legislative, an die Mitglieder der Bundesregierung, die jetzt im Verordnungswege ja sehr, sehr viel alleine entscheiden können. Das ist der Pandemie geschuldet, aber wir müssen schon darauf achten, dass wir, wenn die Pandemie zu Ende geht, und sie wird ja hoffentlich einmal zu Ende gehen, dass wir dann auch die Kompetenzen auch wieder zurückbekommen, denn die Stimme des Volkes, das ist das Parlament. Und die gewählte Stimme des Volkes scheint krisensicher zu sein. Emotionale Diskussionen gehören dazu, sind die PräsidentInnen überzeugt. In Notsituationen zieht man meistens dann doch an einem Strang. Es sind doch eine Reihe von Beschlüssen, die Mehrzahl eigentlich einstimmig gefasst worden. Das zeigt, dass es auch wirklich immer wieder in der Lage ist, das Hohe Haus das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, auch bei heiklen Materien. Und da sollte uns immer wieder bewusst sein, dass der Weg zueinander immer ein ganz ein wesentlicher ist. Österreich war immer dann erfolgreich, wenn wir zusammengehalten haben. Und Österreich kann auch in der Geschichte nachweisen, dass dann Wohlstand und Sicherheit geschaffen wurde und Vertrauen in die Demokratie, wenn man sich bemüht hat, über Parteigrenzen hinweg an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Ja, natürlich. Es gibt immer Phasen, wo die Reibungsflächen ein bisschen intensiver sind. Und natürlich in so einer Phase, wo das Land diese großen Themen zu stemmen hat und wo auch die Meinungen völlig unterschiedlich sind, da treten auch diese Unterschiede auch wieder stärker zutage. Aber das ist auch das Wesen der Demokratie, dass auch debattiert wird, auch geschritten wird im Parlament. Und dann muss man auch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, zu einer Abstimmung kommen. Und das ist dann Gesetz und das gilt. Die Sitzung ist geschlossen. Das Coronavirus wird uns auch im kommenden Jahr fest im Griff haben. Die nächste Plenarsitzung ist für den 20. Jänner geplant, wenn davor keine Sondersitzung für neue Corona-Maßnahmen einberufen werden muss. Und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ist unser Gast diese Woche. Das Interview zum Thema Corona haben wir im Parlament geführt. Herr Schnedlitz, die FPÖ wird vielfach wegen ihrer Corona-Linie kritisiert, nicht nur von der gesamten Regierung und von der Opposition, auch aus den eigenen Reihen. Zum Beispiel der ehemalige EU-Mandatar Andreas Mölzer hat sich für die Impfpflicht ausgesprochen. Auch die Freiheitliche Wirtschaft hat gesagt, es muss einen Weihnachtsfrieden geben. Der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft hat gesagt, die letzten Tage vor Weihnachten sind überlebenswichtig für zigtausende Betriebe. Da muss auch ungestört weitergearbeitet werden können. Gibt es jetzt noch Demonstrationen von der FPÖ? Nein, von uns selbst gibt es kommendes Wochenende keine Demonstrationen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die freiheitliche Wirtschaft uns gemeint hat, nachdem dieses Wochenende eine Demonstration stattfindet, wo auch Rudolf Anschober auf Twitter angekündigt hat, dass er daran teilnimmt, wo der aktuelle Bundeskanzler auf Twitter Werbung für diese Demonstration macht. Also das scheint in Ordnung zu sein. Ich denke, das Problem, das hier mitschwingt, ist immer nur die Frage, geht es pro Regierung oder geht es gegen die Regierung? Und wenn die Berichterstattung dieses Wochenende für die Demonstration eine positive ist, dann weiß man, dass anscheinend weder Infektionszahlen oder das Risiko auf einer Demonstration eine Rolle spielt, wie jetzt über Wochen versucht, gegen die FPÖ aufzubauen, noch auch irgendetwas, was den Handel betrifft. Denn während der FPÖ-Demonstration war der Handel im Lockdown. Dieses Wochenende hat er offen. Ich glaube schon, dass die freiheitliche Wirtschaft die FPÖ gemeint hat, aber auch die FPÖ Vorarlberg sagt zum Beispiel, es braucht eine Abrüstung der Worte und auch bei den politischen Taten. Glauben Sie nicht, dass da auch die FPÖ damit gemeint ist? Ja, wenn man sich anschaut, was die Verfassungsministerin gesagt hat, und ich habe mir ein Zitat von ihr mitgenommen, und zwar, dass rund um den Impfzwang, dass mit der Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen. Und sie stellt auch in Aussicht Kündigungen, wenn sich jemand nicht impfen lässt. Dann glaube ich, dass die Freiheitlichen eher das damit meinen und nicht ins eigene Haus etwas ausrichten. Denn hier spielt die Verfassungsministerin mit den Grundbedürfnissen der Österreicher, nämlich ein Dach über den Kopf zu haben, mit dem Grundbedürfnis auch nach Heimat, aber auch nach einem Arbeitsplatz, um seine Familie ernähren zu können. Und das ist schwerstens zu verurteilen, weil gerade eine Verfassungsministerin, die auch für die Grundrechte und für den Erhalt der Grundrechte zuständig ist, wenn die sich so versteckt, dann ist das auch wichtig, dass wir darauf so deutlich hinweisen. Es gilt aber weiterhin 3G am Arbeitsplatz, das haben wir jetzt auch gehört. Aber Herr Schnedlitz, Ihre Abgeordnete Dagmar Belakovic hat auf einer Demo behauptet,
es seien nicht die bösen Ungeimpften, die die Spitäler füllen. Sie hat wörtlich gesagt, oh nein, das sind die ganz, ganz, ganz vielen Geimpften, die aufgrund eines Impfschadens auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Das ist nachweislich falsch. Warum erzählt die FPÖ solche Märchen? Na, die Frau Abgeordnete Belakovic hat das ja auch, und das rechne ich hier hoch an, sofort richtig gestellt im Nachhinein, dass das eine unglückliche Formulierung war in der Hitze einer Demonstration. Man muss sich vorstellen, man redet da vor zigtausend Menschen, und es war auch wichtig, dass sie diese unglückliche Aussage auch dann sofort von selbst richtig gestellt hat, denn das wollen wir nicht, dass so etwas im Raum stehen bleibt. Aber es haben trotzdem viele Leute gehört, und man hatte als Politiker auch eine Verantwortung, wirklich Sachen auch von vornherein richtig zu sagen. Wie hat sie denn das gemeint dann aber? Ja, das müssen Sie die Frau Abgeordnete fragen. Aber ist es vor allem darum gegangen, dass zum Beispiel der Gesundheitsminister im Gesundheitsausschuss, wo er Rede und Antwort hoffentlich wahrheitsgetreu an Auskünften geben muss, gesagt hat, es gibt keinen einzigen Impfschaden in Österreich und keine Impfnebenwirkungen. Ich frage mich, warum das die Medien das nicht so hinterfragen wie bei unserer Frau Abgeordneten Belakovic, wo richtig reinkampanisiert wird, wenn sie einen Satz sagt, aber der Gesundheitsminister, dem man vertrauen muss mitten in einer Pandemie, weil er der oberste Pandemiebekämpfer sein sollte, der kann sagen anscheinend, was er will, und der hat das auch bis heute nicht richtig gestellt. Die Frau Abgeordnete Belakovic hat gezeigt, wenn ein Fehler passiert, dass der auch sofort wieder richtig gestellt wird. Aber wie hat sie es denn dann gemeint, wenn sie es richtig gestellt hat? Ja, sie hat verkürzt gesagt, und zwar, dass die Aussage des Gesundheitsministers, es würde keine Impfschäden geben, definitiv unwahr ist, sondern dass es auch Fälle gibt, die im Krankenhaus nachweislich, das ist ja auch mittlerweile öffentlich gemacht worden in der Statistik, die auch im Krankenhaus behandelt werden. Da habe ich auch Zahlen. Der Intensivmediziner Walter Hasebeder zum Beispiel, einer von vielen Intensivmedizinern, sagt, 85% der Intensivpatienten sind nicht geimpft. Der Rest ist zwei- oder dreimal geimpft, aber bei denen handelt es sich immer um Vorerkrankte oder ältere Menschen. Und die meisten Ungeimpften, die dann auf der Intensivstation landen, sind zwischen 30 und 60 Jahre alt. Das sind die Fakten. Ja, die Fakten, das sind die Zahlen aus Wien, nehme ich an. Die Fakten, ich habe aktuelle Zahlen aus Innsbruck mit. Nein, das ist österreichweit. Das ist österreichweit. Ich habe aus Innsbruck Zahlen mit. Hier befinden sich diese Woche 78 Personen tragischerweise in Spitalsbehandlung, 37 auf Normalstationen, davon 29 geimpft und 7 ungeimpft. Und auf der Intensivstation immerhin 15 geimpft. Man wünscht sich niemanden auf der Intensivstation. Wichtig wäre, und das sieht man das Problem, dass wirklich transparent alle Zahlen, auch diese, die hier genannt werden, von der Regierung öffentlich gemacht werden. Ich denke, wenn man das Thema debattiert, dann muss man es auch österreichweit tagesaktuell öffentlich machen. Und da verstehe ich nicht, warum das diese nicht passiert. Diese Zahlen, das sind Zahlen, die einfach stimmen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das sind Fakten. Wir haben diese Zahlen direkt von einem Mitarbeiter der Uniklinik Innsbruck. Näheres will ich aus Schutz des Herrn nicht sagen, weil man ja weiß, dass viele Ärzte und so unter Druck kommen, die nicht regierungs- und linientreu sind, aber es handelt sich von Zahlen direkt aus dem Haus heraus. Aber das kann jetzt irgendjemand sein, der Ihnen die Zahlen schickt, das ist ja keine valide Quelle. Ja, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Quellen veröffentlichen als Journalist. Sie selbst wissen, wie wichtig das ein Quellenschutz ist und ein Informantenschutz auch ist. Und wir schützen jeden, der zu uns kommt, beziehungsweise jeden, der ansonsten verfolgt werden könnte. Aber valide Zahlen sind nur solche, die von einer Behörde oder von der AGES ausgegeben werden und nicht von irgendeiner Person, die in einem Spital arbeitet und sagt, er glaubt jetzt, dass da die Intensivstationen so und so ausgelastet sind. Wenn wir alles widerspruchslos hinnehmen würden, was von der Regierung kommt, dann wären wir mitten in einer Diktatur. Und ich denke, dass wir sehr wohl beurteilen können, wenn es sich um offizielle Zahlen handelt. Also um Zahlen aus dem Haus direkt heraus, ob diese valide sind oder nicht. Sie haben da jetzt ein Mail von einer Person bekommen und Sie haben eigentlich keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Der kann jetzt irgendwas geschrieben haben. Ne? Das kann auch die Putzfrau sein, theoretisch, aus dem Spital. Ja, Näheres werden Sie von mir nicht erfahren. Thema Impfpflicht. Sie sind gegen eine Impfpflicht, Sie sind eine liberale Partei, sagen Sie. Die FPÖ hat allerdings 2008 schon eine verpflichtende Hepatitis-Impfung für Kinder gefordert. Das ist ja auch eine Impfpflicht, wäre das gewesen. Da sieht man, wenn Sie von 2008, also
Lange Zeit zurück, wenn Sie seitdem nichts finden, eine Partei, die auch vielen, nicht so vielen wie in der ÖVP, aber die seitdem einen Obmannwechsel auch hatte, zwei Obmannwechsel, dass man da auch die Haltung und die Meinung ändern kann. Das machen wir nicht oft, aber wenn es wichtig ist und richtig ist nachzuschärfen, dann machen wir das. Und das Zweite ist, dass es 2008 ein Totimpfstoff war und jetzt handelt es sich um keinen Totimpfstoff, sondern um einen mRNA-Impfstoff, wobei wir nun die Freiheit ganz hoch halten und wohl auch diese Forderung so nicht mehr stellen würden, 15 Jahre danach. Jetzt, wo es wirklich akut ist, wo tausende Menschen sterben, Sie jetzt sagen, ich weiß nicht warum, wegen der Wählermaximierung, vielleicht können Sie es mir erklären, dass Sie keine Impfpflicht wollen. Warum wollen Sie keine Impfpflicht? Wir wollen keine Impfpflicht, weil die Politik dafür sorgen soll, wenn Menschen krank sind, dass eine Gesundheitsversorgung vorhanden ist, aber dass jeder Einzelne selbst entscheiden können muss. Und das ist auch ein Menschenrecht, was mit seinem Körper passiert. Und das will man hier einfach außer Kraft setzen. Und hier treibt die Bundesregierung unglaublich viele Österreicher in die Enge, indem man auch noch dazu sagt, jetzt könnt ihr euch nicht mehr wehren, jetzt kommt der Impfzwang. Und so etwas lehnen wir grundsätzlich und kategorisch ab. Das Interview haben wir voraufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine offizielle Stellungnahme von Dagmar Belakovic, in der sie ihre falschen Äußerungen richtigstellt. Damit wechseln wir das Thema. Der Nationalrat hat mit breiter Mehrheit, einzig die FPÖ hat sich dagegen ausgesprochen, für ein Sterbeverfügungsgesetz gestimmt. Darin wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen es künftig zulässig sein soll, jemandem Hilfe dabei zu leisten, Suizid zu begehen. Der Verfassungsgerichtshof hat letztes Jahr das bisherige Verbot der Mitwirkung an einer Selbsttötung mit dem 1. Jänner 2022 aufgehoben. Susanne Däubel hat ein bewegendes Interview mit einer Betroffenen geführt. Ich möchte nicht als hundertprozentiger Pflegefall die nächsten 30 Jahre irgendwie irgendwo dahin vegetieren in einem Heim oder so. Ja? Und da bringe ich mich lieber um. Nicola Göttling hat vor fast 20 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Sie lebt mit Schmerzen. Seit 5 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Tod. Schmerzmittel nehmen mir die Schmerzen nicht. Sie würden mir die Schmerzen vielleicht nehmen, die beeinträchtigend, aber mein Nervensystem dann so stark, Opiate, Morphine und so weiter, dass ich dann das, was ich noch können möchte, nämlich aufstehen und mir die Windel wechseln, das kann ich jetzt noch selbst, ja, dann nicht mehr könnte und dann sowieso ins Heim müsste, weil ich Vollpflege wäre. Im September 2020 war sie als Auskunftsperson bei der Verhandlung am Verfassungsgerichtshof. Ich bin Neuropsychologin und ich weiß, wie MS sich entwickeln kann und wie sie auch enden kann. Ja? Nämlich, dass man wirklich, so wie zum Beispiel ein Freund von mir, mit 56 seit 6 Jahren im Heim liegt und nichts mehr kann, außer 3 Finger bewegen. Ja? Ich habe halt dann wirklich 3 Minuten lang ganz spontan vor mich hin geredet, ja? Und habe gesagt, stellt euch einmal vor, ihr seid das. Ja? Ihr könnt es nicht gehen, ihr seid 50. Ja? Ihr könnt euch nicht mal mehr die Zähne putzen, ihr könnt es nicht selber essen, ihr könnt es nicht aufs Klo gehen, es muss euch jemand wickeln. Es ist keine Krankheit, die von selbst wirklich zum Tode führt. Es kann sein, dass ihr noch 30 Jahre im Bett liegen müsst und euch von vorn bis hinten pflegen lassen müsst. Wollt ihr das? 2,5 Monate später, im Dezember 2020, kam das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, das Verbot der Mitwirkung am Selbstmord sei aufzuheben und neu zu regeln. Das musste jetzt passieren, auch wenn die ÖVP wenig Freude damit hat. Wir mussten aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs die Beihilfe zum Suizid straffrei zu stellen, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Unser Ziel als Volkspartei war es, einen möglichst engen Rahmen zu setzen, weil uns der Schutz des Lebens unglaublich wichtig ist. Uns ist bewusst, wir beschließen einen Paradigmenwechsel in Österreich. In diesem Zusammenhang kann ich mir die Kritik an der ÖVP und an den Grünen nicht verkneifen. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes war uns allen seit vielen Monaten klar, dass es eine Neuregelung braucht. Der Gesetzesvorschlag wurde viel zu spät auf den Tisch gelegt. Zu spät für eine ausführliche Begutachtung, zu spät für eine breite, intensive gesellschaftliche Debatte zu einem wichtigen und sensiblen Thema. Mit dem Sterbeverfügungsgesetz schaffen wir für schwerkranke und unheilbar kranke Menschen die Möglichkeit, ein Präparat zu beziehen, das sicher tödlich wirkt und das sie in einem Umfeld, das sie selbst wählen, einnehmen können. Wenn diese Regelung jetzt
in Kraft tritt, besteht die Gefahr, dass materiell trotzdem ein Verbot des assistierten Suizids weitergelebt wird. Warum? Weil sehr viele Landesspitäler sagen werden, wir machen das nicht. Weil die Caritas bereits gesagt hat, in unseren Häusern wird es das nicht geben. Und die Diakonie hat auch gesagt, in unseren Häusern wird es das nicht geben. ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS stimmen für das Sterbeverfügungsgesetz, die FPÖ dagegen. Wir haben nur eine Begutachtungsfrist von gerade mal 3 Wochen gehabt für ein derartig heikles Thema. Und es sind immerhin auch in diesen 3 Wochen 139 Stellungnahmen eingegangen, die aber so gut wie gar nicht berücksichtigt wurden. Dieses Gesetz lässt in einem so heiklen Bereich so viele Fragen offen, dass wir nicht zustimmen werden. Volljährige und entscheidungsfähige Personen dürfen sich ab nächstem Jahr dabei helfen lassen, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen, wenn sie an einer unheilbaren oder schweren Krankheit leiden. Die bürokratischen Hürden sind hoch. Es müssen 2 Arztgespräche geführt werden, eines davon mit einem Palliativmediziner. Frühestens 3 Monate nach dem ersten Aufklärungsgespräch kann die Sterbeverfügung bei einem Notar oder einer Patientenanwältin errichtet werden. Für Menschen, die voraussichtlich innerhalb des nächsten halben Jahres sterben, reduziert sich diese Wartedauer auf 2 Wochen. Das tödliche Präparat kann dann in einer Apotheke abgeholt werden. Gültig ist die Sterbeverfügung 1 Jahr lang. Bei der Ärztekammer, wo man einer Entkriminalisierung der Sterbehilfe von Anbeginn sehr kritisch gegenüberstand, ist man mit der jetzigen Regelung durchaus zufrieden. Man hat das natürlich so gemacht, das Gesetz, dass es schwierig ist, diesen Suizid zu begehen. Und aus einer Angst heraus, dass man es sonst zu einfach macht, dass man Menschen oder Patienten leicht beeinflussen kann, drängen kann möglicherweise, und das will man unbedingt verhindern, und das finde ich auch gut. Wolfram Proksch hat die Beschwerdeführer vor dem Verfassungsgerichtshof vertreten. Sein Urteil zum Gesetz fällt vernichtend aus. Es gibt viele Punkte, die am Sterbeverfügungsgesetz zu bemängeln sind, angefangen von den sehr bürokratischen Hürden, die, glaube ich, nicht der Missbrauchskontrolle dienen, sondern einfach nur den Zugang zur Sterbehilfe erschweren sollen. Die Errichtung von ärztlichen Gutachten, die Errichtung einer Sterbeverfügung bei einem Notar wird wohl vielleicht sogar 1.000-2.000 Euro an Kosten mit sich bringen. Das schafft eine Zweiklassensterbegesellschaft, weil sich viele dann diese Errichtung gar nicht leisten können oder eben in ihrem Bundesland, in ihrer Region, in der sie leben, keinen Arzt finden, der überhaupt bereit ist, ein solches Attest auszustellen. Darüber hinaus sind die Fristen im Sterbeverfügungsgesetz grundrechtswidrig. 3 Monate darauf warten zu müssen, wenn man unerträglich leidet, ist unzumutbar. Für Nicola Göttling ist das Leben längst nicht mehr lebenswert. Das Leben macht mir gar keinen Spaß mehr, ganz ehrlich. Aber ich möchte einfach noch gewisse Dinge erledigen. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist alles gut, jetzt passt alles so, dann möchte ich sofort sterben gehen. Die politische Landschaft hat sich heuer nicht nur in Österreich verändert. Noch massiver war der Umbruch in Deutschland. 16 Jahre lang hat die Christdemokratin Angela Merkel von der CDU Deutschland und somit auch der EU den Stempel aufgedrückt. Jetzt regiert in Berlin der Sozialdemokrat Olaf Scholz gemeinsam mit Liberalen und Grünen. Das wird mittelfristig auch massive Auswirkungen auf die Europäische Union haben. Erste Anzeichen sind bereits erkennbar. Ein Bericht aus Brüssel von Benedikt Feichtner. Stell dich ein, der 9 deutschen MinisterInnen am EU-Parkett mit 9 Gesichtern. Ich bin selber von Herzen Europäerin. 9 Schwerpunkten. Eine gemeinsame europäische Außenpolitik ist für mich nicht die Summe des kleinsten gemeinsamen Nenners. Nur Klimaschutz, der auch die importierte Waldzerstörung verhindert, ist ein echter Klimaschutz. Und einem neuen Chef. Die Frage, was ist mit Truppenbewegung entlang der Grenze? Der nun Europas Krisen bewältigen soll. Wie wird die Regierung Scholz Europa verändern? Der Reihe nach. Das EU-Dauerkrisenthema ist die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn.
Bereits seine dritte Dienstreise führt den deutschen Kanzler nach Polen. Noch vermeidet Scholz das heikle Thema, doch der Forderung nach Reparationszahlungen aufgrund deutscher Kriegsverbrechen erteilt er eine Absage. Deutschland zahle ohnehin mehr als alle anderen ins EU-Budget. Eine undiplomatische Antwort. Scholz ist nicht Merkel. Das Thema Geld, ein vorprogrammierter Streitpunkt. Frankreich wittert die Chance, die strengen EU-Schuldenregeln mit deutscher Hilfe aufzuweichen. Schauplatzwechsel, Straßburg, die selbsternannte Weihnachtsstadt mit innerstädtischer Maskenpflicht, wohlgemerkt. Jahrhundertelang war das Elsass ein Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Heute steht im Nordosten der Stadt das Europäische Parlament. Wer das wohl vor 100 Jahren geglaubt hätte? Diese Woche stehen zwei Gesetzespakete zur Abstimmung, die Online-Riesen wie Google und Amazon in die Schranken weisen sollen. Doch in Hinterzimmern und Gängen wird über die neue deutsche Europapolitik diskutiert. Kein Wunder, 95 Abgeordnete kommen aus Deutschland. Daniel Kaspari fürchtet Schlimmes. Die Stabilitätsunion als CDU-CSU und offensichtlich hat sich hier die rot-grüne Schuldenunion gegen die FDP durchgesetzt. Diese neue Bundesregierung fängt schon in den ersten Tagen des Tricksen, Tarnen und Täuschen an, wenn es um Haushaltsfragen geht. Zwischen Furcht und Hoffnung bewegen sich die Erwartungen der österreichischen Abgeordneten, gerade beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Wenn Deutschland sein Gewicht, sein ökonomisches, aber auch sein politisch-moralisches Gewicht in die Waagschale wirft, auch rechtzeitig Initiativen starten, dass das natürlich auch zu einer Veränderung in der Europapolitik führt und vielleicht gerade den Despoten in Budapest und Warschau auch klar macht, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn die Europäische Union etwas tun möchte, dann soll sie das tun, wofür sie eigentlich geschaffen wurde, nämlich Frieden, Freiheit und Wohlstand für möglichst alle zu schaffen und nicht ihre selbst auferlegten, unter Anführungszeichen, Grundwerte auf andere umzulegen, die parteipolitisch gerade nicht genehm sind. Punkt 3 der großen EU-Themen dieser Tage, die Energie. Europas Green Deal ist nur mit erneuerbaren Energien schaffbar. Frankreich will daher unbedingt Atomstrom EU-weit als nachhaltig klassifizieren. Es war das am längsten diskutierte Thema beim Gipfel der europäischen StaatenlenkerInnen. Nach 14 Stunden Verhandlungen stellten sich Frankreichs Präsident Macron und Scholz gemeinsam der Presse. Ein Auftritt, der wohl symbolisch für die ungebrochene französisch-deutsche Allianz stehen soll. L'énergie nucléaire. Atomstrom kann nicht mit Erneuerbaren gleichgesetzt werden, aber es ist eine kohlenstoffarme Energieform und als solche wollen wir sie auch eingestuft haben. Une source d'électricité, d'énergie bas carbone. Donc c'est plutôt comme ça que nous cherchons à la qualifier. Am Ende entscheiden die einzelnen Länder, welchen Weg sie gehen wollen im Hinblick auf ihren Pfad für eine emissionsfreie Zukunft. Beobachter werten das als einen Sieg Frankreichs. Bereits nächste Woche könnte eine Entscheidung zugunsten der Atombefürworter fallen. Wenige Stunden zuvor, beim Brüsseler Treffen der europäischen Sozialdemokraten, gab man sich noch hoffnungsvoll, die Zukunft gehöre den GenossInnen. Offenbar sind die sozialdemokratischen Antworten die richtigen, weil wir sehen, dass zunehmend die Menschen diesen Antworten vertrauen. Und welche Vorstellungen hat die deutsche Regierung für Europas Zukunft? Das Koalitionsabkommen ist deutlich. Ein föderales Europa soll her. Ein optimistisches Ziel angesichts der zahlreichen Krisen. Ja, nach 16 Jahren merkelischer EU-Politik fragt man sich natürlich, was sich nun ändern wird. Mit Olaf Scholz als Kanzler ist bei einigen Themen, zum Beispiel der Rechtsstaatlichkeit, mehr Schwung zu erwarten, bei anderen Themen aber mehr Streit. Die Grünen werden wohl beim Thema Energiewende nicht viele Kompromisse machen wollen, ebenso wenig die liberale FDP bei den europäischen Schuldenregeln. Und Olaf Scholz selbst wird wohl, wie einst Merkel, an seinem europäischen Krisenmanagement gemessen werden und angesichts der Pandemie hat er keine Schonfrist. Olaf Scholz ist bisher nicht als Revoluzzer in Erscheinung getreten. Klar ist aber auch, als Kanzler des mächtigsten und größten Mitgliedslandes wird er Europa prägen, ob er will oder nicht. Ja, und jeder, der will, kann sich im Wiener Stephansdom impfen lassen. Rund 25.000 Menschen haben das bisher schon gemacht. Darum geht's jetzt in der Orientierung. Ich darf Ihnen im Namen des gesamten Teams ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Wir sehen einander hoffentlich wieder im neuen Jahr. Bis dahin, alles Gute.